Herzlich willkommen zur 38. Folge Motorsportmanager. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und da ist er, unsere geile Teststrecke da hinten. Aber jetzt müssen wir erstmal hier gucken, dass wir vielleicht nochmal 15 Millionen auf die hohe Kante legen können. Dadurch, dass die Teststrecke jetzt fertig ist, können wir jetzt unseren Motor entwickeln. Fahrstellenfabrik ausbauen. Wie sieht das jetzt hier aus? Das muss doch mal langsam alles fertig werden hier. Wir haben eine Nachricht, irgendwas will der Entwicklung. Okay. Ich wollte es nicht versenden. Na gut. Wir haben noch Fahrer. Sind zwar nicht die besten. So. Immer noch nicht. Die Heckflügel sind schon mal gut. Arbeiten wir weiter. Oh. Ja, auf jeden Fall machen wir das. Wieder das Getriebe, das brauchen wir. Das wird super. Heckflügel wird auch super. Dann kriegen wir bald einen neuen Motor. Wofür? Motor. Jetzt nicht etwas 704. 714. Wir bauen erstmal so.
ist denn jetzt gewesen? Also ich denke mal, die beiden können wir rausnehmen. Da haben wir die Zuverlässigkeit schon echt super gemacht. Geht's weiter. Normale Profitloserei. Ich stimme einfach nur dafür, aber mal gucken. Und schon trotz sagt wieder, nö, will ich nicht. Okay. Verbessern. Wie sieht's aus? 90 brauchen wir nicht mehr. Dann haben wir die hier schon mal alle fertig. Könnten wir dann bald die Motoren angehen? Telemetriestation. Sechs Millionen. 3 Millionen. Eins, zwei, drei, vier. Wir haben 12 Millionen. Wir haben 14. Können wir nicht mehr machen. Es tut mir wirklich leid, aber wir haben jetzt schon ganz schön viel Kohle in die Dings gesteckt. Verbessern. So, Leistungsverbesserung abgeschlossen. Das heißt, wir können die da auf Zuverlässigkeit noch machen. Den Motor werden wir nicht gebrauchen, das Getriebe werden wir auch nicht gebrauchen. Auf geht's zum Rennen. Oder beziehungsweise zum Training. Ach, guck mal, die Saison ist fast vorbei und wir haben nichts. Nichts entwickelt, aber wir haben jetzt die anderen Sachen wirklich top entwickelt. Das sollte uns vielleicht im nächsten Jahr eventuell einen Vorsprung geben. So, zeig mal. Das ist so ausgeglichen, da müssen wir die Leute, glaube ich, erstmal eine Runde. Okay. Fahrverhalten ist gut.
ausgezeichnet. Sieht bisher vorrangig. Jetzt ein bisschen weniger Abtrieb oder ein bisschen. Bisschen mehr. Geschwindigkeit bei uns ist okay. Gucken wir mal, wieso ist. Okay, das Farbhalten ist schlecht, das andere ist hervorragend. Daraus verarbeiten gut. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Abzug ist ausgezeichnet, die Geschwindigkeitsbalance. Dann fahren wir nochmal. Okay, da haben wir ausgezeichnet, das heißt, wir müssen definitiv in die Richtung gehen. Da war es okay. Da war es schlecht. Hervorragend. Gut. Hervorragend. Da ist es okay. Da war es hervorragend. Da war es hervorragend. Da war es okay. Da war es hervorragend. Da war es okay. Schlecht. Okay. Gucken wir mal. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Gut. Alter. Schlecht, da war es gut. Das ist auch gut. War damit nochmal los. Ah. Hervorragend, ausgezeichnet. Okay, schlecht, hervorragend. Hier unten rein drin. Viel Spaß dir und das hier holen wir noch einmal ganz kurz rein. Viel Spaß. Mal gucken, wo wir im Training hinkommen könnten. Leist 15. Es hieß doch gerade, oh, ist super. Okay, Leist 9. Kassier 16. Kassier 14, Edgar 10. Okay, gucken wir mal. Es ist ja eigentlich immer so ungefähr unsere Zeit. So, was sagt das Qualifying? Gleich raus mit euch.
Ihr folgt jetzt die ersten beiden Runden. Ich habe gerade geguckt, dass du wirst wahrscheinlich jetzt auch keine vernünftige Runde mehr fahren können. Ihr werdet nicht mehr fahren. So, Leclerc. Jetzt haben wir natürlich trotzdem einen kleinen Vergleich, ne? Das ist halt. Das ist halt immer mega scheiß. Und komplett vollgetankt. Scheiß auf den dritten. Mit denen und eine Runde weniger. Edgar, der hält da vorne auf echt alles auf. So, jetzt sind sie an den Wegs vorbei. Geros natürlich wieder vorbeigezogen. Und Leis ist da halt auch am Kämpfen.
Okay, aber ich muss jetzt halt erstmal nach Garcia, weil Garcia kommt ja als erstes rein. Eins neun, zwei null, zwei eins, okay. Also du kannst da hinten Abstand aufbauen. So, das hier geht es in die Box mit denen hier. Okay, ich habe jetzt gerade kurzfristig gesagt, das ist ein Einsatz. Aber ist nicht. So, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. So, das hier geht in die Box. Leist geht danach in die Box. Genau. So, das hier haben wir jetzt drin. Jetzt weiß ich aber nicht, wo war denn Garcia vorher? Auch in der Degeros, ne? Okay, 9. Aber die müssen doch jetzt auch mal langsam alle in die Box da vorne. Cone wird jetzt in die Box gehen. Frage wahrscheinlich auch. Also 1 und 3. Leclerc war schon in der Box. Sechzig einundsechzig. Leis hat ihn geknackt. Sind verbleibende Runden noch. Oh, warte mal.
12. Die Reifen halten 12, aber ich krieg nicht so viel Sprit rein. Aber ich muss ihn jetzt in die Box schicken. Jetzt machen das die Reifen nicht mehr mit. Dann würde er zu viel Zeit verlieren. Okay, Garcia. Das hier muss eigentlich jetzt in die Box. Neun Runden noch. Muss davon jetzt noch irgendwer, der ist schon in der Box. Nanini muss reparieren. Baga und Smolja werden wahrscheinlich auch nochmal in die Box gehen. Dann wären es 11. Platz. Frage ist drin. Cohen und Smolja gehen auch noch mal in die Box. So, aber jetzt dürften alle Boxenstopps durch sein. Wie viel Rückstand zum 9.? 4-3. Hier holen wir nochmal in die Box rein und gucken nochmal, ob wir da noch eine schnellste Runde. Und wieder ausgeschieden. Verdammte Axt. Nein, und Garcia ist natürlich auch noch hinterm letzten zurückgefallen, hinterm ersten zurückgefallen. Das heißt, du kannst keine Runde mehr fahren. Oh.
Kein Kommentar. Kein Kommentar. Na gut. Na gut, na gut, na gut. Dann ist ihm halt so. Verdammte Hacke. Na gut. Ich würde aber fast behaupten, bedanke mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn wir das nächste Mal wieder mit dabei seid. Ich würde auch sagen, tschüss. Bis dann.